schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute wieder was mit euch zusammen kochen. Ich habe ja zurzeit ein bisschen frei, beziehungsweise ein paar Tage Urlaub und dann bietet sich das an. Und ich habe ein Rezept gesehen bei einer YouTuberin, die ich jetzt schon eine ganze Weile lang abonniert habe. Das ist die liebe Laura Vitali. Ich verlinke euch ihren Kanal mal unten in der Infobox. Sie macht englische Videos, also sie ist Italienerin, wohnt aber in Amerika und ja. Und macht natürlich hauptsächlich viele italienische Sachen und ihr Vater hat, glaube ich, auch eine, also ist Pizzabäcker. Also sie macht wirklich richtig tolle Gerichte. Ich habe bei ihr auch schon einiges nachgekocht. Bei ihr ist auch wirklich das meiste so, dass man das sehr gut nachkochen kann, ist schön einfach. Und ja, und was mich jetzt vor ein paar Tagen erstaunt hat, wo ich gedacht habe, boah, das ist total cool und ich möchte es mal ausprobieren. Sie hatte eine Endiviensalatsuppe. Und dann dachte ich erst, hä? Ich musste übrigens das Wort Escarole oder wie es heißt erstmal googeln, weil ich überhaupt nicht wusste, was für ein Gemüse oder was für ein Salat das ist. Und ja, also sie macht das so, wie das bei ihr praktisch in der Familie auch Tradition ist. Und ich habe gedacht, das klingt so toll und auch mit Parmesan und so kleinen Hackfleischbällchen und so, dass ich das gerne mal ausprobieren möchte. Keine Ahnung, wie es schmeckt. Also ich habe es noch nie ausprobiert. Und auch das Video zu diesem Rezept, natürlich verlinke ich euch unten. Und ich hoffe, es gelingt. Und ich bin so gespannt, wenn ich nachher in die Suppe reinbeiße und schlürfe und ja, wie es dann schmeckt. Auf jeden Fall viel Spaß jetzt mit dem Video und los geht's. So, für das Rezept braucht ihr gar nicht so viel. Ich habe jetzt hier knapp 500 Gramm gemischtes Hackfleisch. Dann habe ich hier eine Knoblauchzehe, ein Ei. Diese Zwiebel, die habe ich noch von gestern übrig. Das heißt, die ist nicht im Rezept, aber die werde ich jetzt einfach mitverwenden. Dann weiße Bohnen, die ich auf jeden Fall nochmal abgespült habe, abgetrocknet, also so am Sieb abgetupft und dann, ja, weiße Bohnen. Dann habe ich hier Hühnerbrühe, Parmesan, der ist übrigens schon gerieben. Ihr könnt natürlich auch Parmesan am Stück nehmen und den dann reiben. Dann habe ich hier hinten in so einer Vorratsdose Semmelbrösel. Dann braucht ihr nur 2 Esslöffel Milch, also ich habe jetzt hier die große Packung, aber man braucht nur 2 Esslöffel und eben ein kleines bisschen Olivenöl dann zum Anbraten. Und natürlich die wichtigste Sache, der Endiviensalat. So, und hier seht ihr noch den klein geschnittenen Endiviensalat. Gut waschen und einfach in kleine Stücke schneiden und ja. Los geht's, natürlich Salz und Pfeffer nicht vergessen und etwas Petersilie, entweder frische oder wie ich jetzt hier hatte, ja, aus der Tiefkühltruhe. Als erstes wird der Knoblauch klein geschnitten und etwas Öl in einem großen Topf erhitzt und dann den kleinen gehackten oder klein geschnittenen Knoblauch dazugeben und den dann ja so ein bisschen goldbraun anbraten, anschwitzen lassen. Und dann als nächstes die gewaschenen, abgetropften Bohnen dazugeben und das dann nochmal ganz kurz so ein bisschen mit ja, anbraten lassen. Und dann kommt auch gleich schon das Wasser dazu. Und dann lasst ihr einfach alles dann wirklich schön aufkochen, dass alles schön blubbert. Und ihr seht, jetzt kommt auch schon gleich die Brühe. 1,5 Löffel habe ich jetzt dazu gegeben, einfach so nach Gefühl oder beziehungsweise so wie es auch so ein bisschen auf der Packung dann steht. Und ihr könnt natürlich jegliche Art von Brühe nehmen. So, wenn dann alles in der Zeit so ein bisschen kocht, in der Zeit kann man dann die kleinen Hackbällchen vorbereiten. Und ich gebe jetzt einfach von der Tiefkühl-Petersilie was dazu und das Ei und 2 Esslöffel Milch. Und natürlich hier auch noch die Semmelbrösel, gute 2,5 Löffel. Und natürlich noch gut würzen. Und ihr könnt ihr dann eventuell, wenn ihr das möchtet, später nochmal abschmecken, aber ich mache das eher nicht. Das heißt, einfach kräftig würzen und meistens passt es dann schon. Und jetzt gebe ich hier wirklich eine ganze Tüte Parmesan dazu. Und natürlich die Hände schön waschen und dann geht's los mit allem Zermengen und Zerwursteln und klein machen und ja, viel Spaß. Ja, und hier mache ich dann auch schon diese kleinen Kügelchen und die lege ich einfach alle an den Rand und stapel die dann so ein bisschen. Und ich hatte ziemlich viele und habe mir dann einfach überlegt, ich möchte die gar nicht alle verbrauchen und habe einfach die Hälfte davon ja, in die Gefriertüte und habe mir dann einfach den Rest eingefroren. So, und wenn dann alles schön aufkocht dann, und ihr eure Kügelchen natürlich fertig habt, dann gebt ihr eure Fleischbällchen dazu, lasst dann nochmal wiederum alles schön aufkochen. Und ich hatte ja noch die restliche halbe Zwiebel, die gebe ich jetzt einfach noch dazu, so ein bisschen für den Geschmack.
Und sobald alles aufkocht, gebt ihr auch gleich euren kleingeschnittenen Endivien-Salat dazu. Und ja, ich weiß, es sieht erstmal sehr, sehr viel aus, aber der wird ja gleich klein. Und das passt schon. Also wirklich den ganzen Endiviensalat rein, so ein bisschen nach unten drücken und ja, alles schön zum Kochen bringen. Und ihr seht hier, ich drücke nochmal alles schön nach unten, dann vermische ich nochmal alles, rühre nochmal alles gut um und dann lasse ich alles so, wie es jetzt ist, auch kochen. So circa auf mittlerer Stufe 15 bis 20 Minuten. So, die Suppe ist fertig. Ich habe jetzt hier drüben noch mal ein bisschen Salz und Pfeffer mir nebendran gestellt, einfach um zu schauen, ja, wenn noch ein bisschen was fehlt. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Also die Suppe hat jetzt circa zwischen 16 und 17 Minuten hat die gekocht. Und ja, jetzt werden wir die zusammen probieren, zumindest ich. Und dann werde ich euch sagen, ob das schmeckt. So, dann stelle ich euch mal da wieder hin. In meinen kleinen Aufbau hier. Also ich bin jetzt mega gespannt. Die Hackbällchen sind schon mal durch, das ist super. Und jetzt probiere ich mal ein ganz kleines bisschen. Oh mein Gott. Also riechen tut es nach Parmesan und nach Brühe und irgendwie so, ja, aber mehr so nach Parmesan. Mm. Okay, super. Oh mein Gott. Ich hatte Angst, dass es nach gar nichts schmeckt, weil ja gar kein Suppengrün drin ist und auch dieser Endiviensalat, der hat ja nicht wirklich Geschmack. Also deswegen hatte ich ein bisschen Angst, dass es irgendwie nach nichts schmeckt. Aber wenn ihr da ordentlich Parmesan reingebt, dann, oh mein Gott, das ist so lecker. Ich probiere es jetzt nochmal. Also Fleischbällchen waren schon mal gut. Mmh. Mhm. Richtig toll. Ich habe ja die Hälfte der, oder knapp ein bisschen weniger als die Hälfte der Fleischbällchen habe ich eingefroren. Und was ich jetzt absolut super finde, man kann dann einfach die Fleischbällchen aus dem Gefrierer rausholen und sich Endiviensalat kaufen und dann hat man eigentlich die Suppe schon fertig, bis auf die Bohnen halt. Ich weiß gar nicht, ob man Bohnen jetzt unbedingt reinmachen muss, aber man braucht ja nur noch eine Knoblauchzehe. Und ja, also auf jeden Fall auch super zum Vorbereiten. Ich esse jetzt nochmal einen Löffel. Mhm. Also ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Es ist einfach mal anders vom Geschmack. Man schmeckt so ein bisschen die Fleischbällchen auf jeden Fall, aber eben auch dieser Parmesan, der reißt es echt raus. Also ich hätte jetzt überhaupt gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es schmeckt nach nichts. Ja, ich weiß nicht, wenn man solche Videos macht mit Dingen, die man noch nie gekocht hat, finde ich das eigentlich immer ganz witzig, weil man weiß ja dann nie hinterher, ob es vielleicht ein Fail wird oder ob man dann irgendwas probiert, wo man dann denkt, oh mein Gott. Aber bevor ich jetzt hier weiter esse und so weiter und so weiter und so weiter, ja, mache ich jetzt einfach Schluss. Ich freue mich aufs nächste Kochvideo mit euch. Und ja, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die ihr gerne noch wissen möchtet oder wenn ihr irgendwelche netten Kommentare da lassen möchtet, dann bitte tut das. Oder natürlich auch, wenn ihr alles nachgekocht habt, dann postet mir doch auf Instagram euer Foto. Würde mich auch super interessieren, ob das irgendjemand so toll findet wie ich, weil ich kenne jetzt diese Art von Suppe überhaupt nicht mit Salat, aber super lecker. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss. Boah, das ist so gut. Das ist ja der Knaller. Mhm, mhm. Krass. So, ihr Lieben, ich wollte jetzt nur noch mal schnell sagen, das ist jetzt mein vierter Teller. Ja, noch mal jetzt zum Schluss ein kleiner Teller. Es ist wirklich super, 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 super lecker. Also, ja. Probiert es aus, ich kann es euch empfehlen.